Hoppen de tong. Tong. Hop. Toch als je afwacht. Das ist auch wichtig für das Zusammenleben der Schweizerinnen und Schweizer und der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger hier in der Schweiz, dass man zusammen Regeln definiert und dass man sich gegenseitig bemüht, einander zu respektieren, Regeln zu respektieren. Und ich glaube, von dort her ist Fußball schon ein bisschen wie das Leben, oder? Man spielt einander Ball zu, das heisst, wir arbeiten zusammen, wir versuchen zusammen etwas zu erreichen und wir erreichen etwas, wenn alle am gleichen Strick sind. Sobald wir uns gegenüberstehen, du und ich, egal aus welchem Land wir kommen, egal ob du Flüchtling bist oder ob du aus der Schweiz kommst, ob du Moslem bist oder Christ, ist völlig egal. Wir shooten miteinander, wir shooten gegeneinander, wir kämpfen, wir fighten. Das ist wirklich sehr wichtig für Flüchtlinge. Sie wollen auch Kontakte haben. Wenn man zusammen mit Einheimischen Fußball spielt, dann man kann sich kennenlernen und Kontakte verknüpfen. Der meiste. Matchen und bei den meisten Trainings geht es absolut problemlos. Und wenn es eben Konflikte gibt, ist es eben gut, dass man sie dort angehen kann und kann ausdiskutieren und doch kann sagen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist tolerierbar und was ist nicht tolerierbar. Natürlich, wo es Regeln gibt, gibt es auch immer Verletzungen von Regeln. Ich glaube, es ist schon eine Chance, dass die Kinder und die Jugendlichen lernen, Regeln respektieren. Dass sie auch sehen, ja, das ist da schaut jemand dazu, dass Regeln beachtet werden. Ich glaube, auch das ist das ist eine Lehre für das Leben. Aber insgesamt oder, ist das eigentlich noch bei allem, bei dieser ganzen Vielfalt, eine sehr schöne Begegnungsform. Oder? Und ist eigentlich durchaus ein Vorbild, oder, wie eine gute, breit zusammengesetzte Gesellschaft heute kann funktionieren kann. Man muss auch zusammen anpacken. Das ist heutzutage gerade bei kleinen Vereinen nicht mehr so einfach. Man findet auch nicht mehr so schnell Leute. Und das ist vielfach natürlich auch eine Chance für Leute zum Beispiel mit Migrationshintergrund, sich dort auch zu beweisen und können, ja, zu zeigen. Dort können wir anpacken und wollen zusammen etwas erreichen. Und ich denke, das kann man schon so ein bisschen sagen, dass es eine Mini-Schweiz ist. Also ich finde es einfach toll, dass die Clubs das machen. Und dass die Clubs nicht einfach jetzt nur gerade auf das Geschäftsmodell des Profifußballs schauen und schauen, was nützt dem unmittelbar und was bringt das nicht weiter, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. Und versuchen, jetzt Leute zu beteiligen, die vielleicht nicht so Glück hatten, die vielleicht ein bisschen mehr Probleme mitgebracht haben. Wenn ich jetzt gerade an die Flüchtlingskinder denke, die da zum Teil in den Clubs mitmachen können. Und das finde ich super, dass Arbeitgeber und Fußballclubs, dass sie Arbeitgeber, dass sie Wirtschaftsbetriebe auch in dem Sinn zeigen, wir nehmen auch eine gesellschaftliche Verantwortung wahr. Jedes Mal, wenn ich meine Captainbinde anlege vor einem Match, erfüllt mich das mit Stolz. Ich als Innerschweizer darf die Mannschaft aufs Feld führen. Und ich bin mir der Verantwortung bewusst, dass ich alle bei mir in der Mannschaft, egal woher es kommt, egal welche Hautfarbe sie haben, probiere zu vereinen und dass wir zusammen für unsere Sieg kämpfen. Ein Fußballprofi ist immer noch ein Vorbild, auch für sehr viele Kinder, für sehr viele Jugendliche. Ist aber auch ein wichtiger Botschafter sonst in der Gesellschaft. Und darum bin ich überzeugt, dass das Ganze eine wichtige Aussage ist. Und es ist so, man muss die Mannschaft ja nur anschauen. Oder? Wir haben, wie gesagt, sehr viele ausländische Spieler in der Schweiz, von jeglicher Couleur, von jeglicher Religion. Und das ist bei uns jetzt nie ein Thema. Was mich beeindruckt, ist einfach auch, was die Sportclubs für Leistungen erbringen. Die bringen ja die Kinder und die Jugendlichen zusammen, helfen denen bei der Integration, den fremdsprachigen ausländischen Kindern, schafft Begegnungsstätten rund um einen Club, oder die Familien am Spielfeldrand, die zuschauen am Wochenende. Und die enormen Leistungen, die Trainer und einfach die Präsidenten und die Vorstände und die Vereinsmitglieder bringen, damit das da ein Teil der Freizeitgestaltung so gut und erfolgreich gelingt und dass man da so viel lernen kann für das alltägliche Leben. Ich glaube, das ist etwas, wo man den Integrationsbeitrag der Fußballclubs, aber wir können so Sport generell sagen, wird immer noch viel zu wenig anerkannt. Man muss nur die Nazi anschauen. In der Nazi haben
wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Spieler Migrationshintergrund. Wenn wir die nicht hätten, denke ich jetzt nicht, dass wir uns in den letzten Jahren immer wieder für die Europameisterschaft und Weltmeisterschaften qualifiziert hätten. Das ist einfach auch ein wichtiger Faktor. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man versucht, wenn man zusammen lebt, dass man zusammen versucht, so eine Win-Win-Situation zu kreieren. Oder? Wo die Leute, die schon da sind, profitieren und die kommen. Und ich glaube, Fußball-Nationalmannschaft, das ist genau so ein Win-Win-Projekt. Gerade im Schweizer Fußball, das ist ein gutes Beispiel. Oder? Im Spitzenfußball mit ich glaube, 222 ausländischen Spielern von 597. Es hat von allen Kontinenten, von sehr verschiedenen Ländern, es werden verschiedene Sprachen geredet und man muss sich irgendwie zusammenfinden und will zusammen irgendeinen Erfolg haben. Ich würde sagen, wenn jemand, dass man zusammen spielt, desto einfacher gelingt die Integration und Fußball sicher ein geeignetes Spiel. Genau. Das ist ein schönes Schlusswort.